Herzlich willkommen zu einem neuen Türchen aus Mickys Adventskalender 2020. Jeden Tag eine Frage und einen Engel, die dich begleiten sollen auf dem Weg zu Weihnachten, also durch die Adventszeit. Eine Frage, die wie ein Kuss schmeckt und die es in dir, in deinen Gedanken, bam, machen lässt. Und du denkst, wow, das ist genau das, was ich jetzt heute an diesem Tag gebraucht habe. Die Fragen kommen aus diesem wunderbaren Buch von Carmen Kindel-Ballfuß. Fragen können wie Küsse schmecken. Und ich hoffe, dass dir das auch so vorkommt. Die heutige Frage heißt, wenn du so zurückschaust auf dein bisheriges Leben, was sind da die Erfahrungen, auf die du im Hinblick auf deine aktuellen Frage heute aufbauen kannst? Worauf aus deiner Vergangenheit, auf welchen Erfahrungen kannst du heute aufbauen im Hinblick auf die Fragen, die du jetzt im Lockdown hast, in dieser Zeit, in dieser Adventszeit, im Vorfeld von Weihnachten? Und dabei wünsche ich dir einen besonderen Engel, der dich begleiten möge. Und den schaue ich mir jetzt mit euch zusammen an durch meine besondere Advents-Engelbrille, die mir meine liebe Freundin Ellen Hollebein aus Afrika zugesandt hat. Und heute wünsche ich dir den Engel der Beharrlichkeit. Ich wünsche dir den Engel der Beharrlichkeit, wenn du in Gefahr bist, zu leicht aufzugeben. Wenn du vor einem Berg von Arbeit stehst und nicht weißt, womit du anfangen sollst. Der Engel der Beharrlichkeit möge dich begleiten, wenn du ein Studium anfängst und dich im Chaos des Universitätsbetriebs nicht auskennst, wenn du eine Arbeitsstelle annimmst und nicht weißt, wie du die verlangten Fertigkeiten erwerben sollst. Er möge bei dir sein, wenn du immer wieder an deine Grenzen stößt. Gerade in unserer Zeit, da wir allzu leicht vor Widerständen kapitulieren und alles möglichst schnell erreicht werden soll, täte uns der Engel der Beharrlichkeit gut. Lass dich nicht anstecken vom Geist des Sofort. Lerne warten, beharren, bleiben. Dann wird deine Seele innere Festigkeit gewinnen und dein Leben wird gelingen. Dieser Engel soll dich heute durch den Tag begleiten. Und dann sehen wir uns morgen wieder um 12 Uhr mittags, wenn ein neues Türchen geöffnet wird.